Hey, falsch! Weg von mir! Ja, zwei Probleme heute habe ich nein gelassen. Da hier anstellen. Das war im Schwarzwald, hat Eis gehabt, oder? Bin mit dem Esel über das Eis rein. Und ich habe natürlich die grösseren Latschen als der Esel. Da habe ich nicht dran gedacht, ist der Kalb noch eingesoffen? Und dann, bis ich es gemerkt habe, ist er eingefahren. Jetzt ist er dorthin, aber ich denke, er kann mich im Frühling wiederführen. Darum bin ich also heute ohne Esel da. So, und leider ist es ja so, dass er einfach wieder ein paar Sünder hat. Dann ist noch ein anderes Problem. Ich bin hier hochgelaufen, oder? Unterberg. Da ist irgendwo ein Skilift-Code und dann noch irgendwo Siggershausen. Dann ich denke, das ist nicht mehr gut. Kein Benebel. So, jetzt haben wir doch ein paar Sünder. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ein Irrwein. Prahlt, oder? Hättest du zweimal bis getroffen? Zweimal haben sie nicht getroffen. Du hast schlechte Informanten. Ja, ich habe eine E-Mail bekommen. So. Nein, empfangen, oder was? Nein, nein, das ist so etwas, wo mit einem Draht. Ich weiß auch nicht genau, wie das geht. Ah, du meinst ein E-Mail? Ah, ja, alles klar. So, ich kann eben nicht Englisch. Ja, ja, ist schon gut. So, also, und jetzt vor lauter Angst, weil du im Acker gelandet warst, fliegst du gar nicht mehr. So geht natürlich auch wenig kaputt. Eindeutig, ja. Aber du hättest eine super Bilanz zwischen Fliegen und Flicken. Sage sich die Waage, 1:1. Das ist natürlich eine Freude, ich verstand ja nichts von dem. Aber das tönt für den Sammy Klaus gut. Ja, das ist eine gute Bilanz. So, und wenn du einmal den Platz nicht triffst, oder? Und da irgendeiner sagt, ein Kollege, der es gut kann, also sehr gut kann, also wahnsinnig sehr gut kann. Ach so, wie der Rolf zum Beispiel. Zum Beispiel, so einer. Und ihr sagt, hör mal, lande Viereck, hinfliegen, querfliegen, ankommen, landet selber. Dann ist bei ihm immer alles mathematisch begründet, oder? Es ist zwar im Acker, theoretisch richtig. Es ist über der Straße, theoretisch richtig, mathematisch richtig. Ja, Wein, da muss ich ein bisschen bessern. Ja, aber, weißt du, neu macht man eben ein Landedreieck. Da kannst du nicht wissen, wie die machen. Nein, das habe ich jetzt noch nie gehört. Aber da wird dann mathematisch halt noch kompliziert. Wie mit a Quadrat, c plus k Quadrat. Ja, weißt du, eben mit dem Handy. Da rechnen wir da schnell aus. Und das kenne ich halt auch. Ja, ja. Ich habe noch einen Esel, oder? Aber du musst ja nicht mehr lang. Ja, komm mal dran! So, jetzt ist natürlich die Frage, hast du ein Sprüchli? Oh. Ja, ist schon lange her. Ja. Das kannst du auch nachhocken und noch Bedenkzeit einräumen. Ja, ich habe vorhin noch nicht viel können. Aber jetzt, welches ist das Fiesigste? Weißt du, was ich erst später. Gut, ja, dann kommst du halt auch nicht rüber. Hast du noch mal kommen, hä? Ja, mal schauen. Jetzt bin ich noch da. Nein, nein, komm noch da hin. Gut, dann ist auch nicht mehr so da. Aber ich habe ja den Dichtteil nicht, hä? Hey, nochmal. Da ist gestanden. Ich bin als Schwein geboren, habe gelebt wie ein Schwein. So darf ich auch fliegen wie ein Schwein. Da hört man Sachen, das Piefi und Döchi und Machi. Und kaum Bücher, dann gibt's das. Ja gut, da verstand ich halt auch nicht viel. Aber wo ich denn etwas verstand, wenn man mit dem Akkuschrauber geht, so mit einem kleinen Flügel auf den Pistel geht, halt Schrauber da, das ist der Oberhammer. Ja, da hat er auch so einen E-Mail-Kabel-Dingsbums ist gekommen. Mit Foti. Nicht wir keinen Flügel bauen? Nein, nein, das habe ich. Mit Maschinen? Ja, ja, da geht schon nicht, hä? Das ist doch gar nicht. Fliegt sie ja wieder. Gut, hast du wenigstens ein Sprüchchen, wenn du schon erlebt hast? Ich habe gesagt, der Team schon gesagt, die können es wirklich mit Führer kommen. Ist wahr? Ja, ich habe nicht gehört. Ja, aber du bist initial mal der Präsident gewesen, oder? Ja, gut, gebe ich jetzt dir ausnahmsweise hier sicher so ein Säckchen. Weißt du denn, da für einen Appenzeller Hund dabei? Vom Decker noch. Bei uns im Quartal tut man die Pfanne. Jawohl! Bravo! Alter Knacker, nimm dein Buch und mach dich vom Anker.
halbe Seite, du. Kurschlag. Ich kann das Brüchle kommt nicht führen. Ich fange von an, bis du aufgestanden bist, oder? Der Hure langsam. Fange ich mal ablesen. Immer ein dummer Ratz, oder? Das langsam geschleppt, schnell geschleppt, niedrig geschleppt, hoch geschleppt. Überhaupt nicht geschleppt. Da rede ich jetzt, hä? Weihwort. Artikel einmal. Ja. Und dann nachher. Hättest du am Sammy Klaus ist gesagt worden, du hättest einen Schlepppilot verarscht. Hättest du gesagt, da der Grunau-Baby, das Riesending, das muss ja wahnsinnig sein. Da hätte ich etwa 22 Kilo. Da geht schon mit einem 100 Kubik Motor. Keine Sache, hä? Die, die es könnt, ja. Ja, aber der Sammy Klaus hat von Kollegen erfahren, dass ja die Kiste fast 28 Kilo hat. Und sie einen Widerstandshaufen. Das sind unmöglich mit so einem 100er Motor. Dem sagt man eine Verarschung von den Kollegen. Und da steht Betrug und gibt eine Ja-Kiste. Jawohl, das ist schlecht. Hei, mal, Irreführung von der Behörde. Zur Strafe musst du jetzt noch ein Sprüchli aufsagen. Ja, kein Sprüchli. So, jetzt habe ich aber eine ganz zünftige Sprache. Strafe. Jetzt kannst du mal zuerst ein Säckchen rausnehmen, da unten dran. Aber mach ein bisschen zackig, geh nicht auf dem Flugplatz da. So, das Geschenkli gehört auch noch nicht. Das ist eine ganz besondere, fiese Strafe. Da hat es etwas drauf, wo man das ganze Jahr muss anschauen muss. Auf mit dem Haus! Danke. Unglaublich, bitte! Hat der Kalor? Nein, nein. Das ist eine EU-Sache. Die haben andere Löcher. Hast du ein Sprüchli zum Fahren? Nein. Keins? Sicher nicht. Hast du aber gewusst, auf der Homepage ist noch gestanden auf der Homepage? Es kommt der Sammy Klaus. Die ganze Packe holen. Keine Ahnung. Wieder alles gestanden, Sammy Klaus kommt. Mhm. So, aber da steht noch etwas Gutes. Bravo Werner, sehr viel geschleppt. Das ist ein Applaus wert, oder? Da ist jetzt etwas, also, was ich mal sagen muss. Dann haben sie in dem Club nochmal zwei Grunau-Baby-Macher. Sind die auch da? Grunau-Baby-Kollegen. Die sind nicht da. Die haben Glück. Die sind am Bauen, ja. Ja, eben, da draußen läuft es. Speerholzbügel. Da läuft es. Von wem stand denn der Spruch? Er ruht in Frieden. Hä? Das ist von mir. Ja, aber das geht doch so nicht. Wohl, dir geht's gut. Nicht kaputt, gell? Dir geht's auch gleich so. Wegen? Hallo denn? Okay. Sammy Klaus tut mir nicht widersprechen. Nicht. Also Sprüchli fast keins. Nein. Kannst du Sammy Klaus versprechen, dass du nächstes Jahr eins hast? Ah. Gut, also, da will aber der Sammy Klaus sehen, da aussen da oder so. Ja, ist gut. Ja. Also jetzt einmal da. Das ist für Schleppen, hä? Das ist die Partnerin. Danke vielmals. Jawohl. Das ist ganz wunderbar, wie das gemacht wird. Für etwas anderes. Da ist so betont, dass ich für Schleppen, jetzt habe ich gedacht. Ja, kannst du abhocken, sonst gibt es eins auf der Arsch. Das ist denn etwas anderes. So, hast du ein Sprüchli? Da nützt dir nichts, wenn du nachher nicht deine Jacke anlegst. Ja, das ist eben kalt, oder? Ich meine, hallo denn. Hast du aber kurzärmig in den Schwarzwald gekommen? Siehst du es denn? Wie du deinen Teil rührst? Dort habe ich kein T-Shirt gehabt. Hast du ein Sprüchli? Ja. Super, du willst hören. Sammy Klaus, der Superman. Leider bin ich Schmutzli-Fan. Das ist unglaublich. Also, unglaublich. Aber ich meine, es ist ein Sprüchli, ich kann ja nicht widersprechen. An so einem frechen Sack. Der Sammy Klaus hat Meldung bekommen. Du sagst einen sogenannten Sphäres-Schleppsegler. Das letzte Mal habe ich bei 677 Metern ausgehängt. Das ist ja richtig früh. Ja, kannst du am Sammy Klaus sagen, wie hoch dass ihr den Zweifelden dürfen schleppen? Ja, bis wir es nicht mehr sehen. Ist das wahr? Wir müssen mal den Präsident, ist der überhaupt auch da? Wie hoch dürfen wir schleppen, Zweifelden? Das interessiert mich jetzt.
Haben wir sicher keine 607? 2,1 Kilometer. Ja gut, dann muss man sagen. Ist es im Rahmen? Gut. Kannst du auch ein Säckchen rausnehmen? Dankeschön. Danke auch für das Sprüchli, he?